Hi, wir sind Jimdo und heute zeigen wir euch, wie ihr eure Website mit 5 einfachen Tipps barrierefrei macht. Macht eure Website so einladend wie ein Ladengeschäft, offen und zugänglich für alle Besucher, inklusive Menschen mit Behinderung. Daher ist euer Schild so groß, dass es jeder lesen kann und euer Eingang ist breit genug für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen. Denn Ziel einer barrierefreien Website ist, dass sie auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen ohne große Schwierigkeiten genutzt werden kann. Oder Personen, die aufgrund ihrer aktuellen Situation eingeschränkt sind. Wie zum Beispiel Angestellte in einem offenen Büro, die auf ihrem Computer den Ton abgestellt haben. Stellt euch also ruhig mal die Frage: Wie zugänglich ist eure Website eigentlich? Wer das Internet ohne Einschränkungen nutzt, denkt oft nicht darüber nach, mit welchen Designentscheidungen er anderen den Zugang zu seiner Website verbauen könnte. Daher nun die am häufigsten vorkommenden Hürden. Wichtige Informationen, die in einem Bild oder einer Infografik versteckt sind. Wer ein Text-to-Speech-Gerät benutzt, kann diese Texte nicht sehen. Audio- oder Videoinhalte ohne Untertitel oder Zusammenfassung. Ein langes und unnötig kompliziertes Navigationsmenü. Jemand, der keine Maus nutzen kann, muss auf seiner Tastatur ständig Tab drücken, um die Seiten zu wechseln. Kleine Buttons ohne ausreichende Abstände dazwischen. Anleitungen, die sich nur auf Farben oder andere visuelle Eindrücke beziehen. Eine zu kleine Schriftgröße oder eine Schriftfarbe, die sich nicht genug vom Hintergrund abhebt. Zum Beispiel, klickt auf den roten Button. Denn 8% aller Männer sind farbenblind und werden mit dieser Anweisung nicht zurechtkommen. Eine Telefonnummer als einzige Kontaktmöglichkeit. Wer nicht sprechen oder ein Telefon benutzen kann, wird euch nicht erreichen können. Wie mache ich meine Website denn barrierefrei? Erstens, stellt Alternativen für Audio- und Videoinhalte zur Verfügung. Zweitens, fügt Alttexte zu euren Bildern hinzu. Drittens, achtet auf Farben und Kontrast. Viertens, lasst Platz für große, gut sichtbare Buttons. Nutzt große, leserliche Schriftarten. Eine barrierefreie Website nützt allen. Mit nur wenigen kleinen Veränderungen macht ihr eure Website leichter zugänglich, ganz ohne großes technisches Vorwissen. Eure Website wird dann nicht nur benutzerfreundlicher für Menschen mit Behinderung, sondern für all eure Besucher. Unterm Strich gewinnt also jeder. Online durchstarten kannst du mit Jimdo.